Einen wunderschönen Sonntagnachmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge LS19 Vanilla Projekt auf der Felsbrunnen zusammen mit dem Toledo, dem Sören, dem Micha, dem Lukas, dem Flo, dem Carsten, dem Mike und meiner Michael. Schönen guten Tag. Hallo. So, ihr Lieben. Die vorletzte Folge Vanilla, 19er. Dann war es das gewesen. Dafür kommt dann der 22er. Richtig. Mhm. Ab morgen. So, Gerstenlager ist auch voll. Aber davon ab morgen Abend werdet ihr noch eine Folge haben, auf jeden Fall. Also standardmäßig die Montagsfolge. Dann machst du weiter. Okay. Dann fahr ich mal. Hier stehen so dösige Schneidwerkswagen auf dem Hof rum. Ich weiß auch nicht, wer die da geparkt hat. Ich auch nicht. Der erste liegt auf dem Kopf. Das war Lukas, wer sonst? Hallo, ich bin Lukas. War die letzten beiden Wochen gar nicht da? Das waren Uwe und Paul. Die sind nicht da. Oder Astra, das kann auch sein. Man waren alle blöd. Von denen. Was macht ihr hier alle? Das geht dir einen Scheiß an. Warum fragst du das? Du hast doch geladen, Toledo. Silo voll! Achso. Der Hänger wieder voll. Mehr. Ja, ja, er macht wieder voll jetzt. Ist doch eh wurscht jetzt. Ich kann mal den Rest alle verkaufen. Ist ja egal. Ja, aber muss ja erstmal den Hänger voll machen. Anhänger. Ja, ich weiß, einen Hänger habe ich in der Hose. Aber wir können jetzt auch alle Hänger füllen, weil wir dreschen gerade das beides gleiche. Richtig. Wir dreschen jetzt alle Gerste. Richtig. Besser weg das Zeug oder was? Richtig. Ja, einfach verkaufen, wenn du voll bist. Einfach weg. Warte mal, Bahnstation Mühle. Bahnstation Mühle? Oh. War glaube ich unten, ne? Nee, das war doch oben der, oder? Nee, das Bahn. Bahnstation Mühle. Nee, das ist... Ah doch, mitten unten im Dorf da. Ganz unten weit weg. Mitten nach da, da am Berg hoch, ja. Sören, was machst du denn? Der Fall die Kasse. Alter, hast du jetzt noch eine Kampfkurve gelegt? Wir müssen erstmal einen Fall sich auch gewöhnen. Hast du gerade Kampfkurve gelegt, wie gesagt, oder? Ja, Kampfkurve. Ich hab Kampfgurke verstanden. Ich fahr nach oben. Eine Gurke, Junge. Die Kampfgurke ja. Hat den Kampf. Ja, ja, alles klar. Hallo Mike! Hallo! Oh. Muss auch stehen bleiben, wenn die Presse voll ist. Ja, ich war abgelenkt. Wer war das denn jetzt? Dreimal darfst du raten. Warst du das? Das war der Weihnachtsmann. Nein. Unser Verpeilter oder war das jemand anderes? Unser Lukas. Ja, unser Verpeilter, sag ich ja. Ja. Ach, ja. Ich glaube, da sind mehr als einer nur verteilt. Sprachenlernen, Bubble. Das ist gut. Mach das nochmal bitte. Nein. Doch. Oh. Nein, doch. Oh, oh, voll. Carsten, wo bist du? Voll. Trink weniger, ist ja mit euch. Wieder mal Arbeit und nicht auf dem Rummel. Tut mir leid, Lukas, das habe ich akustisch nicht verstanden. Genau. Mike, wie kommst du denn voran, hab ich das Gefühl? Ah. Quatsch, ist täuscht. Gesundheit. Lukas. Das war Marc. Das stimmt. Ich habe dieses MLG-Horn nicht. Ist der Rubens. Aber du hättest noch nicht. Nein, ich habe es runtergeschmissen. Das ist nämlich so eine Standardbelegung vom Soundboard. Finde ich voll geil. Nein. Überhaupt aber nicht. Aber sowas habe. Marc. Bitte. Brauchst du das Soundboard auch bei GTA oder? Wir wollen es jetzt mit einfügen, ja. Als Mediziner. Okay. Weißt du, dass hier immer so EKG-Töne und sowas drauf sind? Mhm. Ja, das klingt ja super. Ja. Hey, nee!
Das war aber kein EKG. Ey, nein. Ich hab die Sauce noch nicht. Das ist der sterbende Patient. Ey, lass mich nicht impfen. Toledo. Ja, ich komm sofort. Der arme Kerl, der sich das Leben nehmen wollte und dann kommt der Marco um die Ecke. Warte, ich rette dich. Ey, nee. Geh weg, Mann. Ja, genau. Hau ab, Junge. Marc rettet alle. Auch die, die nicht gerettet werden wollen. Und ich bin der Uwe Klauser Bad. Was bitte? Gesundheit. Das heißt also, geht die Arbeit jetzt bei dir fest verplant als Stream, oder? Ja, ja. Ich hatte letztens gesehen, dass du es gestreamt hast, aber konnte leider nicht. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Nee, bei Among Us oder was? Nee, das war ja kürzer, bei Among Us meine ich. Aber war so ähnlich. Da hätte einer, ja genau, es ist ähnlich, es wird eine andere Tonlage. Star Trek war das. Okay. Vergiss nicht, okay. Ja, also das ein- oder zweimal gestreamt, geht ja. Bis jetzt einmal. Da ist er auch nur wild durch die Gegend gefahren. Ich kann erstmal Leute überfahren, dass er sie retten kann jetzt. Kundschaft besorgen. Ach nee, halt. Bin ich denn Getreidespeicher Ost? Laden und schießen. Ja, das Getreidespeicher ist klar. Ost, den werde ich doch richtig hier vorn. So, Carsten, was ist denn los hier? Ja, ich bin auf dem Weg. Junge, Junge, Junge. Ja, Team kann aushalten, ne? Doch. Hallo Laterne. Wer hat das früher geguckt? Ich nicht. Also, ich manchmal, aber nur einzelne Folgen. Freut euch auch schon drauf, dass in 22 der Verkehr schneller fahren soll. Ja, vor allem intelligent fahren soll sogar. Ja. Gott sei Dank, ey. Es wird Zeit. Also. An der Kurve bremst und Kreuzung und danach wieder Gas gibt und nicht eine Geschwindigkeit durchzieht. Bis zum Abbiegen und dann rum. Kann man die auch zur Seite stupsen? Nein. Gerade. Dann wäre es nicht mehr FSK 0. Weil? Den Verkehr. Ja, 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 das ging am Anfang im... Was war das denn? Im 17, da konnte ich die Autos immer umherschieben. Nein. Das ging im 9er und im 13er, 15er, 17er, 19er, haben sie schon gar nicht mehr. Hä, doch, das kannst doch. Du minimal. Warte, ich hol Schwung. Gleich fliegt hier so ein KI-Auto über die Map. Ja, aber jetzt mal um auf das Thema zurückzukommen, wieso ist es dann kein FFK 0 mehr? So haben wir die Autos durch die Gegend kegeln, da kann dann nur aus. Ja, ja, genau. Ah, ja. Wegen den Autos. Okay. Es stirbt ja nicht mal jemand, aber. Irgendwas hatte doch Lars dazu mal gesagt und dazu mal erwähnt. Weiß mir aber nicht mehr was. Aber Tatsache, der Trecker gibt nach, das Auto nicht. Ich war auch der Meinung, er könnte den nur. Okay, dann muss ich doch nochmal Werner fragen. Oder Randy. Randy. Gib mal dein Handy. So, was ist denn jetzt hier los? Ja, ich bin auf dem Weg. Bringen Sie nicht. Alter, meines geht Carsten, wo bist du? Carsten. Micha. Was ist bloß? Jetzt wird's länger dauern, bis ich wieder da bin. Oh Gott.
Okay, ja, ich muss zur Bahnstation Mühle. Gas. Wir haben keine Zeit. Carsten, der Marc wartet. Ja. Carsten, Mensch. Carsten? Was? Steiner? Kennst du nicht? Was? Wer hat den Kasten? Den Kasten. Juhu! Wir. Das war Lukas. Das war gut. Achso, das passt ja so nicht. Stimmt. Oh nein. Ich fahre nur 43 und vor mir ist ein Betonlaster. Oh, leer. Oh. Schubst ihn weg. Jetzt kommt auch noch Gegenverkehr. Ich weiche woanders her aus. Können wir das in Kronen nochmal machen, bitte? Alle zusammen auf 3. 1, 2, 3. Das ist bei euch eher ein Kanon, aber okay. Es gab auch keine 3. Stimmt. Oh. Marc, wie war das gestern? Wie war das gestern? An Moderation? Ist. Weiß ich gar nicht mehr, wie war das? Wo ich los meinte und Boxer aufs Zählen gewartet hat? Ach so, ja, genau. War schon nice, ja. Du meinst aber, das war Sonntag, nicht gestern. Es war gestern. Jetzt. Wir haben Sonntag. Marc. Letzte Woche. Ich hab hier ein kleines Problem. Was denn? Dann behalt es für dich. Geht schlecht. Behalt es für dich. Sonst hat er gleich keinen Abbau. Ich hab die Leitplanke nicht gesehen. Oh ja. Mann ey. Ja. Er hat kein Storno, er hat einen Error. Kasse 2, aber Storno bitte! Ein Michael-Reklamation. Danke. Oh nee. Ich sag einmal mit Obst. Wie suchst du hier vergeblich? Manchmal finde ich von fast na süß, wie naiv der Markt ist. Aha! Süß. Weil du vergeblich hier nach Profis suchst, aber trotzdem nach welchen fragst. Schwarzer Alarm. Toledo? Ja? Du hattest doch auch Gerste, ne? Ja, ich hab's gerade gesehen. Es hieß vorhin Bahnstation Mühle, da bin ich hingefahren. Ja. Mittlerweile ist Getreidespeicher aus. Ja. Getreidespeicher aus, der ist auch näher am... Vielen lieben Dank, Carsten. Bitte. Carsten? Wer ist Carsten? Jetzt überleg doch mal. Wer könnte ein Kasten sein? Was? Ich kenne nur einen Karsten. Ja, nein, dresche nicht, wenn die Frucht feucht ist. Wir sollten spulen. Richtig. Lämmer, Ding Dong. Ich auf Gas, dass die Pflanzen trocken werden. Klappt das? Ja. Nur ein bisschen warten, bis wir weiter dreschen können. Kann ich mir jetzt auch Zeit lassen mit dem Zurückkommen? Ja. Na gut, dann würde ich sagen, Mike, your Abmoderation. Meine auch noch. Your turn. Alles klar, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, kommentiert und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der letzten Folge wieder. Macht es gut. Ciao. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.